Ich habe eine Idee. Hau rein. Jetzt kommt der Scheiß wieder. Ja, ich hab's kapiert. Muss Wacker her. Greif den Vogel da an. Spezial. Ne, warte mal. Auranum ist jetzt kurz raus. Wo haben wir's denn, Tidus? Spezial. Ne, nicht anfeuern. Ah, kann man nicht machen, Tex. Scheiße. Entfernung zu groß. Rico. Spezial benutzen Elektrokugel. Wir können danach eh nochmal, das ist gut. 916, Spezial benutzen eine Handgranate. Trifft beide zumindest. Dann könnte das Teil down sein. Noch nicht. Noch zwei Runden bis Magiestrahl. Spezial, halt, nein, nicht klauen. Brauchen wir jetzt nicht, Handgranate, hopp. So, Wacker, du kannst raus. Titus kommt nicht dafür rein. Weißmagie hast auf Lulu. Dann kann die nämlich auf das angreifen. Schwarzmagie, Blitzra. Oh, bitte treff gescheit. Yes, ich glaube, das war's. Ja, wir haben's, oh Lulu, ich lieb dich. Puff. Tschüss. Scheiß Maschine. Oha, Juna hat einen Haufen. Hey, Potion, Potion, Elixier, blaues Band. Nur Kimari hat mal nichts gekriegt. Oh, wir gingen erst mal weiter, das wäre nie was gewesen. Rico! Ich fäng dann wieder dran. Papa? Aistra Guardian of Yuna. Wika? Yuna kwa. Fafem kindran. Krak kwa. Wie tu drek je moha, Kegden. I told him I was a guardian. Well, I guess I had to, really. How come you speak out bed? Warum wohl? Because I'm out bed. And that was my brother. You knew? Why didn't you tell me? We knew you'd be upset. This is great. I can't believe I've been traveling with an Albed, a heathen. You're wrong. We have nothing against Yevon. But you Albed used the forbidden machina. You know what that means? Sin was born because people use machina. You got proof? Show me proof. It's in Yevon's teaching. Oh, not that you know. That's not good enough. Yevon says this, Yevon says that. Can't you think for yourself? Well, then you tell me. Where did sin come from, huh? I don't know. You badmouth Yevon, and that's all you can come up with. But that doesn't mean you should do whatever they say without thinking. Nothing will ever change that way. Nothing has to change. You want Sin to keep coming back? There might be a way to stop it, you know? Sin will be gone once we atone for our past mistakes. When? How? If we keep faith in Yevon's teachings, it will be gone one day. Why do I even bother? Riku. Hmm? Will this move? Yes! We're not using that, are we? Wait. Sir Aron isn't Albed too, is he? Come on, Waka. What? I mean, getting angry just because you found out Riku's an Albed. You guys got along fine till now, didn't you? That's different. I mean... Well, I don't claim to know that much about Spira. And I probably know even less about the Albed, but... I know Riku's a good person. She's just Riku. Lou?
Just think of this as an opportunity to learn more about the Albed. Ach, du kleiner Nazi, echt. Give him time to think. I'm sorry. You've done nothing to apologize for. All right, let's ride. Verhält sich zumindest wie einer. You sure you know how to drive this? Kimari kann fahren, Kimari, große Katze. Better than Kimari does. Oh, Lulu, bei dir hinten drauf. Oi, 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 oi. Erotisch. Darf ich mit ihm jetzt auffahren? I hope that you're not too mad at Waka. Hey, not at all. Thank you. Say, what do you think of Riku? Me? She's fun to be with. That all? Well, I can tell she's not a bad person. Yeah. You know what the problem is? She's just another Albed to Waka. Waka's head is as hard as a rock. I bet it's because of Yevon, or, you know, something like that. Well, there's more to it than that. Hmm? Waka doesn't like the Albed because of his brother Chaku. Oh! He used a Machina weapon, right? And got killed by Sin. Killed by my old man. Damn you, Jack. What? No, nothing. Hey, can someone, like a human, become Sin ever? I can't say that I know. But why? Just a thought. Sin is the punishment for and the incarnation of crimes we have committed. So no one really knows what it is. There's no need to know, so no one asks. You run or you fight. That is really all you can do. There's no sense brooding over it. What, that's all? I mean, you don't even wonder? You really do come from a world where there is no sin, like you say. Ich will zurück. Da war noch eine Kiste. Ich will da nie rein. Ich will zurück. Da ist doch bestimmt irgendwo noch eine Kiste. Es greift inzwischen gleich irgendwas an. Ich sehe es kaum. Sag ich's nicht. Nein, nicht schon wieder die. Oh, ist gut. Waka. Oh, wir sollten uns heilen, sehe ich gerade. Schlafhieb. Wollte ich auch keinen Fuß. Ja, mach mal Schlafhieb drauf, dann pennt's. Willst du mich verarschen? Es ist vernichtend. Ich raste aus. Retali, verlangsam deinen Gegner. Ah. Nee, Zeitspielruhig war toll. Schwarzmagie, Feuerer. Brutzel, Brutzel. Okay, wir gehen zurück. Hab ich gerade beschlossen. Wir müssen uns heilen. Bumm! Angriff! Oder auch nicht. Sehr gut. Gibt's hier nicht rein zufällig. Soll man das überhaupt was sagen? Hat der an den. Den Ayen Yenuno NM. 400 Gil erhalten. Danke. Wenn ihr mir irgendwas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hä? Da aufs ah, da glitzert manchmal. Das sieht schön aus. Ist es der Tempel? Coole Sache. Ja, da vorne wartet doch wer. Ich sehe es ja schon. Das heißt, wir werden eigentlich nicht angegriffen, weil die ja da vorne sind und theoretisch nicht so schnell daherkommen können. Wie auch immer. Schick, schick. Sah aber schön aus, muss man sagen. Hier kann Speicherspeoriten. Halt! The was? Likes of her are not welcome in this hallowed place. Was? She is a guardian. An Albed? A guardian? Oh. Preposterous. I've decided to be Yuna's guardian now. And that's all I want. And that's all one needs to be a guardian. Very well.
Würde ich auch mal sagen. Kleiner Rassist, du. Du kleiner Wacker-Rassist, ne? Ist hier irgendwas? Rein zufällig? Nee. Ja, ja, verbieten, verbeugen und so. I will hold you personally responsible if anything happens. Wo ist der Speichersperiod? Da ist der Speichersperiod. Sehr schön. So. Alle geheilt, Spero-Brett aktiviert. Lulu Baby, bewegen wir dich mal. Halt, 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 bewegen. Dahin. Warte mal, was kann man da lernen? Gravitas, oh, das wäre schon geil. Benutzen, Kraftspeoriten. Wobei, wisst ihr was? Das lernen wir einfach kurz. Dann haben wir Gravitas, ist eigentlich schon gut. Dahin. Nee, nicht bewegen, benutzen. Kraftspeoriten. Wunderspeorit. Und nochmal ein Wunderspeorit. Hix. Und dann bewegen hierhin. So, benutzen. Da haben wir nicht Gravitas. Sehr schön. Wacka. Unser kleiner süßer Wacka, ne? Der muss hier auch mal ein bisschen leveln jetzt. Und der Kollege. Ah, Reflex. Oh, das wäre schön, wenn er mal ausweicht. Ja gut, Magie ist jetzt nicht so wichtig. Hier ist eine Mana-Punkte, dass sie hochgehen. Na, aber das kommt hoffentlich auch noch. So, Kraftspiorit. Geht nochmal die HP um 200 hoch, sehr schön. Und die Ability geht nochmal hoch. Stummschock, geht nochmal hoch. Sie lernt was. Tyler's Axe, need your camera brown Axe. So, bewegen. Hierhin. So, benutzen Zeitspiorit. Unsere Trefferpunkte wieder hoch. Lalala. Benutzen nochmal Zeitspiorit. Lalala. Achso, warte mal, bewegen. Geh mal hier hin. Erstmal einen Speropass benutzen. Dann würde ich allerdings gerne herkommen. Das Sund mitnehmen. Steigert Magie um 1 und das hier öffnen. Bodyguard. Geht die AP hoch. Angriffskraft. Geschick. Reflex. Reflex. MP. Zauberabwehr. Wir könnten hier noch Magiebrecher lernen. Wenn wir hier lang gehen, gehen wir hier hoch. Ah, da bräuchte ich einen Level 3 Sperropass. Mann, das gibt's nicht. Bestechen. Dann könnten wir hier noch Gemacher lernen, da können wir Gegner verlangsamen, meines Wissens nach. Da könnte man hier mal außer rumgehen, was wird man da unten lernen? Gemach gar. Oder hier Schlafhieb und so Geschichten. Da könnte man im Gegenzug, wobei wir könnten im Grunde das Ding komplett ausfüllen. Hier entlang, hier runter, hier durchpacen, das mitnehmen, dann wieder zurück. Und hier entlang und dann hier ins Durchboxen. Und den Weg gehen. Theoretisch. Was lernen wir hier? Gillraub. Oh, das hört sich schon wieder nach Riku an. Was haben wir da? Flare. Was immer das ist. Also mal. Benutzen noch kurz. Wunderspeorit. Dann Kraftspeorit. Und dann nochmal Kraftspeorit. Sehr schön. So, Kimbari. Den müssen wir auch so spielen, Mann. Dann bleibt es auf ewig ein Kacknoob. Benutzen. Kraft. Kimaru ist echt verspielen. Du musst jetzt mal Titus und so weiter ein bisschen links liegen lassen. Und unsere Riku, die hat auch schon gut gelevelt. Warte, komm mal hier hin. So, benutzen. Wunderspiorit. Ja, das Hochleveln ist wie. Oh, mehr MP. Zauberabwehr finde ich sehr gut. Und Angriffskraft geht hoch. Bewegen wir uns hier hin. Benutzen mal Kraftspeoriten. Und Wunderspeoriten. Da geht unsere MP noch weiter. Yay. Und Ability. Almosen. Okay. Ah, 2 hätte ich ja mitgenommen. 4 und 2. Boah. Bewegen. Hier hin. Oh, Zielgenauigkeit. Was ist das? Treffer. Ah, so ähnlich.
Auron, bewegen dorthin. Puh, ja, weil Titus und er machen den gleichen Weg vor sich. Ich wüsste nämlich auch nicht, warum sie den anderen unterschiedliche laufen sollen. Sind beides Nahkämpfer. Beim Auron ist eh schon grundlegend stärker. Das heißt, er hat einen durchschlagenden Schaden halt. Bewegen. Ah, nur dahin maximal. Okay, gut. Und Reflex geht hoch, sehr schön. Lulu Hammer, Wacka Hammer, Titus, Kimari. Ach! Dings haben wir gerade gar nicht am Start. Juna sehe ich. Ja, okay, gut. Warte mal, Wacka müsste jetzt relativ wenig Leben haben. Boah, 1800 hat er. Spare ich mal kurz. Brauchen wir es nicht nochmal machen, wenn das wäre. Ich würde gerne 1-2 Kämpfe jetzt mal so machen, kurz. Und vor allem mit Kimari nämlich in der Gruppe. Den tausche ich mal gegen Titus aus. So. Dass er auch ein bisschen was lernt. Achso, warte mal, hier greift uns ja. Ach, vergesst. Müssen wir mal anders machen. Hier greift uns ja nichts an. Da war ja was. Hier greift uns ja nichts an. Nein, das wollte ich nicht. So, Lady Yuna is getting married. You shouldn't kid around about these things. I just not sure. Yeah, I guess so. You're not happy? Nein. Nah, it's complicated. Yeah. Say, do you know where Yuna is? I believe she's gone to the Cloister of Trials with Maester Seymour. Mm-hmm. Kann ich mich hier erstmal umgucken? Hier gibt es bestimmt Loot oder so. Ha! Eine Kiste! Sag ich's nicht. Und noch eine Kiste. Raumen den Laden hier aus. 5000 Gillis. Rast halt aus. Da ist leider nichts. Das ist leider auch nichts. Nein, ich gehe nicht mit euch mit. Hab da keinen Bock drauf. Also, an sich schon, aber jetzt gerade noch nicht. Lord Jisco! A sphere in Lady Yuna's belongings. Ach ja, dann mal viel Spaß. Ich bin hier drüben noch kurz. Ha, eine Kiste. Ich hab's gewusst. Phönixfedern. Heute ist super duper klasse Tag. Auch die Priester feiern, was das Zeug hält. Besaufen sich. Da haben wir leider nichts, ne? Hallo, Dicker. Da draußen ist mein Cousin. Gegen den will ich nicht verlieren. Okay, ey, kleiner ist besser. Ach, der ist nett. Ich habe den Seymour schon gekannt, da war ein kleiner Stöpsel. Frag mich alles, was du über Seymour wissen willst. Seymours Kindheit. Oh ja, jetzt fragen wir alles mal aus. In Seymour fließt sowohl das Blut der Guado, als auch das der Menschen. Deswegen hat er eine sehr schwere Kindheit. Doch gerade weil er all dies durchmachen musste, wuchs er zu einem Mann heran, der die beiden Rassen friedlich zu vereinen vermag. Als Seymour so in deinem Alter war, wurde Sin von Sir Braska bezwungen. Erzprimas Mika feierte die stille Zeit und ernannte Chiskal zum Primas. Als Anerkennung dafür, dass Chiskal die Leitsätze unter der Guado verbreitet hatte, Seymour war damals noch ein kleiner Junge, doch half er seinem Vater Chiskal. Nachdem Seymour zum Priester geworden war, begann er allmählich von sich reden zu machen. Er vollbrachte Dinge, die jeden überzeugten, und stieg die steile Karriereleiter hinauf. Es lag also nicht an Chiskals Einfluss, nein. Seymour schaffte es aus eigener Kraft. Eine verlässliche Persönlichkeit, die hundertprozentig weiß, was sie tut. Seymour verfügt über ein ungewöhnliches Potenzial als Medium. Doch anstatt sich auf die Reise zu begeben, wurde Seymour zum Primas. Ein Medium ist nicht nur dazu da, Sinn zu besiegen, lautet wohl seine Überlegung. Okay, das war's dann. Frag ruhig, nur keine Hemmungen. Ich hab schon alles gefragt, Mann. Danke. Ja, Seymour duftet immer nach was Süßem. Ist das nicht wundervoll? Du bist ein Freak, Mann. Unglaublich, dass Seymour heiratet. Erfreulich, höchst erfreulich. Nimm dies an, es ist ein Geschenk. Elixier, Dankeschön. Hundi!
Das sah jetzt pervers aus. Auch wenn Förmlichkeit heute nicht gilt, sind die Leute etwas zu locker. Jeep, jeep. Gestimmt. Ah, was redet er mit uns? Habe ich da nicht einen Schrei vernommen? Auch wenn heute ein Grund zum Feiern ist, sollte man doch etwas Anstand bewahren, Herrgottstundre Ladino Ols. Das ist noch vom Festbankett. Nimm es ruhig. Ein Äther. Okay, interessantes Festbankett, Mann. Ich weiß nicht, ob ihr eure MPs aufladen müsst bei einem Festbankett, aber hey! Wir werden diese Folge eigentlich mit unserer Musik verschönern. Tipp, tipp. Hier ist es wie zu Hause. So klamm und kalt, da werde ich so richtig nickerig. Und was sagt er uns? Wir sorgen für Stimmung. Wir sorgen für Heiterkeit. Nee. Tipp, tipp, tipp und tipp. Rettet es! Und mit meinem falschen Melodielied, sorry. Kein Problem, alles gut. Warum schreist du hier rum? What has happened? Is there anything I can do? Oh, hier hätte ich mich zu meiner Antwort gefreut. Jetzt gehen wir erstmal da rein und... Oh, halt! Was los? Hallo? Why would the lady have such a thing? Why would the lady... Ja, schon kapiert. Ich soll mal auf, suche erstmal selber nach, was da los ist. This may well answer a few questions. What I am about to tell you is the unclouded truth. I swear it on my honor as a Quado. Listen to me very carefully, for I shall tell you the truth about my son Seymour. His mind is closed, even to me, a maester of Yevon. But I can feel flames of darkness burning in his heart. He is using Yevon, the Quado, and even the summoners. If he is not stopped, he will surely bring destruction and chaos to Spira. I will leave this world soon, killed by my own son. But I do not fault him, because I was not wise enough. He has suffered and become twisted. I could not protect him and his mother from the world and its cruelty. I will accept death as punishment for my deeds. But whoever is watching this, I implore you to stop Seymour. Stop my son. Wonderful. Will Yuna be all right? Without us, no. Where you going? You saw it, didn't you? Seymour's bad news. But he's a maester. Fine. Stay here if you want. Come on, Waka. Let's at least hear him out. This can't be happening. Ach, Waka. Sekunde, bin gleich wieder da. So, jetzt. Ich hab grad schon nachgeschaut. Gerade was falsch. Katze, Entschuldigung. Hey, Katze. Katze. Miau. Entschuldigung, das ist ein Nachlaut. Alle Heilmittel. Was haltet ihr davon, dass ein kleiner Pisser ist? Völlig Tschüssgall. Welch Grausamkeit. Ich werde so tun, als wäre nichts passiert. Bist du bescheuert? Ich ahne Schlimmes. Passt auf euch auf. Dankeschön. Ja, jetzt nochmal auf. Die Aufnahme ist fehlerhaft. Das kann es nicht sein. Ich werde diese Spiritin gewahrsam nehmen, um Lady Yuna zu übergeben. Sag mal, seid ihr eigentlich total bescheuert? Katze, was geht? Katze? 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 Hallo, Katze? Katze? Katze, Katze? Passiert nichts, okay. Da ist nichts fehlerhaft. Meine Güte, Kines. Oh, hallo. Item. Wir rüsten mal auf 30. Oh, I hear Lady Yuna is still gonna continue her journey, huh? I wonder if that means she and Maester Seymour will fight soon together. Nee, nicht ganz. Just like Lady Yunaleska and Lord Zeon. Nicht ganz, mein Freund.
Wir speichern hier jetzt erstmal kurz, denn es könnte sein, es wäre eventuell zu schwach sind und dann müssen wir trainieren, trainieren, trainieren. Ist er tot? Hallo? Hallo? Ronso, he... But Vel will hear about this. Hehehe, Kimari! Hat er mal knall die Treppe runtergeschmissen. Geil. Kimari's up ahead. Go. Right. We will protect Yuna from anyone. Even a maester. this can't be happening. If he is truly at fault, it must be done. Jetzt wird's sehr interessant. Was ist das? Hä? Hä? Okay, was sind das für Dinge auf dem Boden? Chocobo-Speicherung. Oh, Kimari schaut mit der Lanze, oha. Seymour! Please be silent. Lady Yuna prays to the faith. Make me! Haha. Sphere. You killed him. What of it? Lady Yuna, certainly you knew of these things, did you not? Well then, why have you come here? I came... I came to stop you. I see. You came to punish me, then. What a pity. Ah, of course. Protect the summoner even at the cost of one's life. The code of the guardian. How admirable. Well, if you're offering your lives, I will have to take them. Maester Seymour, I trust my guardians with my life, but they are also my friends. I will not stand by and watch them be hurt. I will fight you too. All right. Maester Seymour! So be it. Ja, Mann! Protes. Ah, Verteidigung. Protes, Verteidigung. Shell? So. Dich ziehen wir mal kurz raus. Holen dafür Lulu rein. Schwarzmagie, Blitzra. Feuer! Autopotion. Sechstausender, ich würde die erstmal gern. Oh, süß. Macht Autopotion an, da waren zwei in den Sack. Machen wir kurz mal Riku rein. Spezial benutzen. Handgranaten. Wir haben leider nicht so viele. Ich hoffe, das hilft was. Süß. Ach ja, komm. Lulus Dings müsste voll sein. Das wäre schön. Auron, jetzt machen wir 1 Tick, tritt da hier verlangsamt den Gegner. Das ist gut.
Aber ich mach immer Auto-Potion, das gibt's doch nicht. Aisra, gegen wen? Gegen Armin Kimari, bist du verrückt?